Ja, es sieht momentan so aus, wie gerade in Amerika die weiche Landung sollte gelingen. Also ganz klar weiter im Fokus wird die Inflation und auch die Zinsentwicklung sein. Strukturell spricht aber vieles für den Schweizer Aktienmarkt. Wir haben zum Beispiel sehr viele globale Marktführer einerseits, aber auch erfolgreiche Nischenplayer. Das heisst, der Franken wird auch im nächsten Jahr so die 1-2 Rappen teurer werden, sowohl zum Euro wie zum Dollar. Haben Sie für 2023 auf eine Rezession gewettet? Dann sind Sie zu pessimistisch gesehen. Setzen Sie für 2024 auf eine weiche Landung der Konjunktur, dann teilen Sie die Meinung von vielen Expertinnen und Experten und sind recht optimistisch. Die gute Prognose für Konjunkturverlauf, Zinsen und Inflation ist entscheidend für den Anlageerfolg. Auf was für Anlagen sollen wir also jetzt, Anfangs 2024, setzen? Das ist der St. Galler Kantonalbank Videotalk im Dezember 2023. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mit meinen heutigen Gästen, Thomas Stucki, Chief Investment Officer, und Matthias Müller, Fondsmanager Aktien, möchte ich über Ihren Jahresausblick 2024 reden. Mein Name ist Jan Gregor. Thomas, viele Experten erwarten eben eine weiche Landung von der Konjunktur, vor allem von der US-Konjunktur. Das heisst, dass die Zentralbank es schafft, die Konjunktur so weit zu verlangsamen, dass sie die Inflation unter Kontrolle bringt, ohne eine Rezession auszulösen. Wie siehst du das? Ja, es sieht momentan so aus, wie gerade in Amerika die weiche Landung sollte gelingen, oder? Man muss aber schon noch ein bisschen aufpassen, oder? Man weiss, vom Moment, wo man Zinsen aufentut, bis es effektiv in der Wirtschaft voll ankommt, da geht es 12 bis 18 Monate. Das heisst, man wird erst vor allem im ersten Halbjahr, nächstes Jahr sehen, ob es wirklich so ist. Die Wirtschaft in Amerika schwächt sich ab, vor allem im Industriebereich. Aber der Konsum und der Arbeitsmarkt ist nach wie vor recht gut. Also von dem her ja, die weiche Landung könnte gelingen. In der Schweiz bin ich auch der Meinung, die Schweizer Wirtschaft schwächt sich auch ab. Tiefe Rezession erwartet in der Schweiz aber nicht. Matthias, der Konjunkturverlauf weltweit in den grossen Regionen ist im 2023 recht unterschiedlich gewesen. Bleiben die Unterschiede auch im 2024 bestehen? Also mit dem Szenario von einer weichen Wirtschaftslandung bestehen gute Chancen, dass sich die grossen Unterschiede zum Teil wieder angleichen. Wenn es gehört, die Industrie ist momentan in einer schwierigen Situation. Also von der Industrie abhängig sind Regionen und Länder leiden besonders stark, beispielsweise Deutschland und China. Wenn wir natürlich dort jetzt im nächsten Jahr eine Stabilisierung sehen, ein bisschen mehr Optimismus, dass die leeren Auftragsbücher langsam wieder sich anfangen zu füllen, dann würden die Regionen natürlich davon profitieren. Gleichzeitig USA und Schweiz, die im Moment in einer Abschwächung sind, aber die Chancen gut sind, dass wir eine Rezession vermeiden können, dann sehen wir natürlich dort auch wieder Potenzial, dass sich die Wachstumsrate wieder nach oben entwickeln könnte. Neben der Konjunkturentwicklung, welche anderen Themen werden die Finanzmärkte nächstes Jahr beschäftigen? Also ganz klar weiter im Fokus wird die Inflation und auch die Zinsentwicklung sein. Das ist etwas, was man jetzt eindrücklich auch wieder im Oktober und November gesehen. Im Oktober eine sehr starke Korrektur an der Aktienmärkte, im November noch eine stärkere Erholung. Beides war sehr stark getrieben von der Zinsentwicklung. Entsprechend werden die Anleger auch im nächsten Jahr sehr genau auf die Inflation und Zinsentwicklung schauen. Thomas, die Zinspolitik von der Zentralbank, ihre Auswirkungen auf Inflation und Konjunktur sind im letzten Jahr heiß diskutierte Themen gewesen. Jetzt sagt Matthias, das bleibt auch im 2024 so. Jetzt zusammenfassend, wie würdest du sagen, haben die Zentralbanken bis jetzt ihre Arbeit gemacht? Man sieht definitiv den Anfang von dem Inflationsschub verpasst, oder? Wobei bin ich nicht ganz sicher, ob sich wirklich etwas geändert hat, wenn man Zinsen jetzt ein halbes Jahr früher aufgetan hat. Und die Inflation ist ja nicht durch Geldpolitik ausgelöst worden, sondern durch die Nachfrage, die nach Corona plötzlich schnell angestiegen ist, die Lieferkette-Probleme. Aber die Zentralbank hat nachher, wo sie mal angefangen haben, die Zinsen sehr schnell aufgetan. Ich finde, sie haben auch den Übergang jetzt zum Ende der Zinserhöhungen sehr vorsichtig und sehr konzis gemacht. Also insgesamt haben sie einen guten Job gemacht. Das gilt natürlich auch für die Nationalbanken, die die Inflation in der Schweiz auf einem tiefen Niveau behalten konnten. Und haben die Zentralbanken ihre Ziele erreicht mit dem? Ja, wenn man natürlich sagt, 2% Inflation ist das Ziel, und wir sind noch immer noch drüber in Amerika und in Europa, dann muss man sagen, ja, das Ziel nicht oder nur zum Teil erreicht. In der Schweiz sind wir bei unter 2% Inflation. Das heisst, die Nationalbank hat ihren Auftrag wieder erfüllt. Allgemein wird nächstes Jahr von der US-Zentralbank und auch von der Europäischen Zentralbank wieder sehr starke Zinssenkung erwartet. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die von 300 Basispunkten reden.
Wie schätzt du das ein? Ja, die haben natürlich noch im Kopf nach der Finanzkrise 2008, oder, wo man die Zinsen ja sehr schnell auf Null abgefahren hat. Das Mal wird es nicht so schnell gehen. Es wird so ein normaler, üblicher Konjunkturzyklus sein. Man wird die Zinsen gerade in Amerika nächstes Jahr wieder müssen senken, weil mit 5,5% sind sie definitiv zu hoch. Europa, die EZB, ist ein bisschen in einer schwierigeren Situation, oder? Sie hat die Inflation noch hoch. Sie hat mit Deutschland ein Land, ein wichtiges Land, das doch in einer Rezession steckt. Darum gehen wir davon aus, ja, wir werden zwar noch ein bisschen warten, aber die Zinsen nächstes Jahr auch runtertun. Und wie sieht das in der Schweiz aus? Ja, die Nationalbank hat keinen Druck, schnell die Zinsen zu reduzieren. Erstens ist der Zins mit 1,75% nicht extrem hoch. Das ist noch nicht konjunkturbremsend. Die Inflation kommt zwar zurück, aber ist immer noch im oberen Bereich vom Band von 0 bis 2% der Nationalbank. Und die Zinsdifferenz zu den umliegenden Ländern, also zu Europa oder zu Amerika, ist nach wie vor sehr gross. Das heisst, auch wenn FED und die EZB Zinsen senken, muss die Nationalbank nicht nachziehen. Darum gehen wir davon aus, dass die Nationalbank im nächsten Jahr Zinsen noch nicht wird senken. Matthias, sinken die Zinsen, zumindest in Europa und den USA, einigermaßen positive Konjunkturprognose. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren? Also die weiche Wirtschaftslandung legt natürlich die Basis für eine anschliessende konjunkturelle Erholung, für einen Aufschwung. Und das wäre natürlich positiv für die Unternehmensgewinne. Und langfristig sind die Unternehmensgewinne immer die Basis der Aktienkursentwicklung. Jetzt die Zinsprognosen haben wir gehört. Es gibt gute Chancen, dass man von der Zentralbank einen Zinsschritt nach oben sehen könnte. Zusammen hat uns das dann bewogen, optimistischer auf die Aktien zu schauen jetzt. Und haben wir im November bei unserem Mandat gewichtig auf Übergewichten erhöht. Jetzt kurzfristig muss man auch die konjunkturellen Risiken natürlich im Auge behalten. Und darum ist es sicher wichtig, sich wetterfest aufzustellen, eher auch ein bisschen defensiv zu schauen, zum Beispiel sektormäßig, indem man zum Beispiel auf Gesundheitstitel oder auf Nahrungsmittelsektoren setzt oder auf strukturelle Wachstumstreiber. Spricht das denn für Schweizer Aktien? Schweizer Aktienmärkte hat ja dieses Jahr eher einen schwierigen Verlauf gehabt, ist hinter den anderen Märkten zurückgeblieben. Das hat auch mit den Schwergewichten zu tun, vor allem mit Roche, aber auch mit Nestle, die nicht gut gelaufen sind das Jahr. Strukturell spricht aber vieles für den Schweizer Aktienmarkt. Wir haben zum Beispiel sehr viele globale Marktführer einerseits, aber auch erfolgreiche Nischenplayer. Dann haben wir den starken Schweizer Franken, wird oft als Belastungsfaktor ins Feld geführt, ist aber eigentlich auch wie eine Fitnesskur für die Unternehmen, weil der starke Schweizer Franken zwingt die Unternehmen ständig an den Kosten zu arbeiten, an der Produktivität und an der Innovationskraft. Und dann haben wir sehr viele attraktive Dividenden zahlen. Dividenden ist ja nicht nur etwas Attraktives für einen Anleger selber, weil er regelmäßiges Einkommen hat, sondern es tut auch die Unternehmen disziplinieren, langfristiger zu denken und weniger Risiken zu nehmen. Und das ist etwas, was genau auch dem Ziel eines Anlegers entspricht. Und welche Schweizer Aktien werden dann von diesen Trends profitieren? Bei unseren Jahresfavoriten haben wir unter den globalen Marktführern zum Beispiel den Straumann ausgewählt. Straumann ist der grösste Hersteller von Zahnimplantaten und profitiert mittel- bis langfristig von sehr attraktiven Wachstumsaussichten und ist auch noch sehr profitabel. Bei den Nischenunternehmen setzen wir das Jahr auf Inficon. Inficon tut zum Beispiel Drucksensoren herstellen, die sehr oft in der Halbleiterindustrie zur Verwendung kommen. Und dann im Dividendenbereich haben wir Baloise ausgewählt. Baloise, das ist eine Aktie, die dieses Jahr eher ein bisschen zurückgeblieben ist, ist aber ein solides Versicherungsgeschäft, vor allem im Sachversicherungsbereich, und hat aktuelle Dividendenrendite von mehr als 5,5%. Thomas, die Unternehmen, die Matthias aufgezählt hat, die sind international, ja teils weltweit tätig. Die haben sich alle mit dem starken Schweizer Franken müssen umschlagen. Man hat das in den Umsatzzahlen gesehen. Bleibt denn das auch 2024 so? Ja, die Fitnessübungen, die Matthias erwähnt hat, die wird den Unternehmen auch im nächsten Jahr erhalten bleiben. Die Inflation in der Schweiz ist immer noch tiefer, deutlich tiefer als im beispielsweise in der Eurozone oder im Dollarraum. Die Währung gleicht ja die Inflationsdifferenzen aus. Das heisst, der Franken wird auch im nächsten Jahr so die 1-2 Rappen teurer werden, sowohl zum Euro wie zum Dollar. Wird denn die Schweizerische Nationalbank unter Druck kommen, etwas dagegen zu unternehmen? Ja, der Druck auf die Nationalbank wird natürlich schon grösser, oder? Wenn es wirtschaftlich nicht mehr so gut geht, den Unternehmen, gerade im Exportbereich, dann nehmen natürlich die Klagen über den Franken nachher zu. Die Nationalbank wird mit dem können umgehen. Sie sagt, oh, 1-2% Aufwertung vom Franken, mit dem müsste sie umgehen können. Das heisst, sie wird den Franken sicherlich nicht schwächen.
Glaubst du denn, dass der Franken korrekt bewertet ist? Das ist immer eine schwierige Frage. Ist er überbewertet, unterbewertet, korrekt bewertet? Was man sieht, der Franken wird über die Zeit teurer. In den letzten 10 Jahren, seit der Finanzkrise, mit Ausnahme vom 23, hat die Nationalbank den Franken sehr stabil gehalten, oder, zu den anderen Währungen. Das heisst, es gibt ein gewisses Potenzial, für noch teurer zu werden. Aus meiner Sicht ist der Franken momentan eher günstig bewertet. Thomas, Matthias, vielen Dank fürs Gespräch. So viel für heute von uns für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder mit dabei sind.